in das Publikum, im Namen des Osnaberglands Regionalzieherkreis Würdiges begrüßen wir Sie recht herzlich. Wenn das Instrument Steierzither erwähnt wird, denkt man an Österreich oder an Bayern, obwohl es unter den Ungarnmenschen früher auch sehr bekannt war. Würdiges Budakeszi ist auch ein gutes Beispiel dafür, wo vor 50, 60 Jahren Frau Esterle, geboren Theresia Stoffitz, die Spielweise des Instruments noch unterrichtet hat und damit auch auf Hochzeitfesten noch musiziert wurde. In dem Heimatmuseum Würdiges befinden sich mehrere Zithern und der Verein für Traditionsbewahrung Würdiges verfügt auch über zwei Instrumente. Aus diesen Tatsachen startet die Idee zur Gründung einer Zither Selbstfinanzierte im Rahmen des Vereins. Mit der finanziellen Hilfe der örtlichen Nationalitäten und Organisationen ist die Erneuerung von vier Instrumenten gelungen. Auf dieser Stelle möchten wir uns bei dem Deutschen Stadtrat Würdiges und des Vereins bedanken. Die regelmäßigen gemeinsamen Proben haben wir am Anfang des Jahres 2018 mit vier Personen begonnen. Die Mitglieder des Kreises sind stark mit der ungarndeutschen Kultur verbunden. Unser Ziel ist, die Zither-Traditionen, vor allem mit Spielen und Singen von ungarndeutschen Volkslieder, ins Leben zu rufen. Unser Verein hat sich mit Erfolg bei der Stiftung Jori Sándor beworben. Mit dieser Unterstützung konnten wir schon zweimal die Hilfe eines ausgebildeten Zitterlehrers namens Herrn Tibor Nehme in Anspruch nehmen. Seine Ratschläge, sind von großer Bedeutung für uns. Wir sind auch dem Landesrat dankbar. Seine immaterielle Unterstützung wirkte wie eine anregende Kraft auf uns. Für den Namen des Zither-Kreises möchten wir uns bei Manfred Mayhofer bedanken. Er hat sogar einen Artikel über den Zither für die Neue Zeitung und für das erste Landesratforum dieses Jahres geschrieben. Diese Möglichkeit, am 17. Landestreffen der Musikanten mit alten Instrumenten teilzunehmen, schätzen wir hoch. Die Vorbereitungen wurden während eines dritten Seminars auch mit Herrn Tibor Nehme durch den Verband der deutschen Selbstverwaltungen Nordungarn, kurz EMÖS, organisiert, wofür wir auch dankbar sind. Bitte hören Sie jetzt unser Programm an. Auftretende Mitglieder sind des Kreises Dr. Katharina Friedrich, Maria Kohler Schulz, Stefan Albrecht und meine Wenigkeit Magdalena Malo-Czerny. Mit mir fällt es Tibor Nehme. Und das Programm wird in zwei Blocken aufgeführt. In dem ersten Block hören Sie Alles neu macht der Mai, Du liegst mir im Herzen, Schwogerin, steh auf. Im zweiten Block, denn die Blümlein und rote Wolken am Himmel.